Geehrte Richterin und Richter, but I think I will just omit the Geehrte part of it, because that wasn't what we saw. So I also did a little addition when he said he doesn't want anything political. So the addition will be coming in 2 minutes. Ich möchte Sie bitten, mir als Zivilpersonen mit offenen Herzen und als Richterinnen mit aufmerksamen Ohren zuzuhören. Es wird lange dauern, deshalb bitte ich Sie um Ihre Geduld. Da kam the little addition. Das ist meine Geschichte und meine Geschichte ist politisch. Dies ist keine Entscheidung, sondern die nackte Wahrheit meines Lebens. Mein Name ist Duygu Kaya. Ich bin 33 Jahre alt und komme aus Istanbul. In der Türkei habe ich 2 Studien abgeschlossen, zum ersten Lehramt für Englisch und zum zweiten Filmwissenschaft. Im Moment schreibe ich neben meinen Brotjobs meine Masterarbeit. 2018 bin ich aus persönlichen Gründen nach Deutschland gekommen. Ich habe sofort begonnen, den Deutschunterricht zu besuchen, denn ich wollte so schnell wie möglich meine Diplome anerkennen lassen, um wieder als Lehrerin arbeiten zu können. Aber bald schon musste ich so viel arbeiten, um meinen grundlegenden Lebensunterhalt zu bestreiten, dass ich schlicht keine Zeit mehr hatte für meine Deutschkurse. Sozialleistungen könnte ich nicht beantragen, weil ich damit mein Aufenthaltsverfahren in Gefahr gebracht hätte. Zu dem Zeitpunkt begann ich langsam zu begreifen, wie das System aufgebaut ist, uns die neuen Migrantinnen offenbar zu den neuen Gastarbeiterinnen für Deutschland machen soll. Ich brauchte Deutschkenntnisse auf C2-Niveau, um Lehrerin zu werden, also Muttersprachlerniveau zu erreichen, während ich entweder in Türkisch, Spanisch wie Fernando, Indisch wie Ronnie oder englischsprachigen Jobs arbeiten muss, wie alle anderen. Übrigens ist das Erlernen der deutschen Sprache nur eines der Haupthindernisse bei der Arbeitssuche. Keinen deutschen Namen zu haben oder einen Namen, den der Personalverantwortliche nicht aussprechen kann, ist meiner Meinung nach mindestens so groß. Und was passiert in der Zwischenzeit, bis wir unsere Ziele erreichen? Es ist eine lange Geschichte voller Ausbeuten. Wir stecken in einem Teufelkreis fest wie Beutetiere. Dieser Teufelkreis bedient Firmen wie Gorillas, Getir, Lieferando und all die anderen Unternehmen, die stark von Arbeitsmigrantinnen abhängig sind. Wir brauchen Jahre, um Deutsch zu lernen und einen sinnvollen Job zu finden, der unsere sozialen, kulturellen und finanziellen Bedürfnisse befriedigt. Die gängige Vorstellung am Arbeitsmarkt ist die folgende. Ihr seid Migranten und solltet sogar dankbar sein, hier in Deutschland überhaupt einen Job zu finden. Und ihr solltet damit einverstanden sein, wenn ihr von diesen Unternehmen ausgebeutet werdet, bis ihr dort ankommt, wo ihr hin wollt, wenn ihr das überhaupt schafft. Es wird für richtig gehalten, dass wir bei der Arbeit in diesen Betrieben unserer Würde beraubt werden. Nicht, weil die Arbeitsplätze nicht unseren Erwartungen entsprechen, sondern weil wir fast wie Objekte betrachtet werden, denen man einen eigenen Willen abspricht. Wir sind die soziale Klasse der Gesellschaft, der Wille abgesprochen wird. Unser Wille wird gefesselt und in den Briefkästen eingeschlossen, die wir jeden Tag sehen, wenn wir nach Hause kommen. Wussten Sie, ich meine die Richterteam, wussten Sie, dass der Briefkasten so lebende Metapher für Angst, Furcht, Kontrolle im Leben der Migrantinnen geworden ist? Der Briefkasten, der Staatsapparat, der uns mit jedem Brief, den wir enthalten, in jeder Sekunde einschüchtert. Wir sind keine Bürgerinnen dieses Landes. Wir sind die Verletzlichsten und doch diejenigen, die am wenigsten geschützt sind. Und genau das ist der Grund, warum Unternehmen wie Gorillas machen, was sie wollen und mit fast allem durchkommen. Sie unterschlagen die Löhne der Arbeiterinnen, sie bieten uns keine Sicherheit, sie geben uns keine Schichten, die es uns ermöglichen würden, unsere Kurse an der Universität oder in der Sprachschule zu besuchen. Sie entlassen uns am Ende unserer Probezeit und lassen uns nicht einmal die geringste Chance, Arbeitslosengeld 1 zu beantragen. Was wird von uns erwartet? Schweigen? Gehorsam? Einen anderen prekären Job zu finden, wo wir wieder genauso behandelt werden, nur bis wir da sind, wo wir sein wollen. Wann soll das sein? Bei mir sind es schon fast 4 Jahre, 10 Jahre für jemand anderen.
Sehr geehrter Herr Richter Kühn, Sie scheinen gewerkschaftliche Arbeit zu befürworten. Das tue ich auch. Mein Vater war sein Leben lang Gewerkschafter und ist es immer noch. Die Gewerkschaften gehören auch zu uns. Allerdings sind diese derzeit für unsere Lebensbedingungen so institutionalisiert. Es gibt kaum einen tatsächlichen Kontakt zwischen den Beschäftigten und Ihnen. Ich bin Mitglied in zwei verschiedenen Gewerkschaften und von mir als prekär Beschäftigter wird erwartet, dass ich den Arbeitsplatz selbst organisiere und Mitgliedsbeiträge in die Kasse der Gewerkschaft bringe. Das ist es, was Verdi von uns verlangt, die nötigen 50% der Arbeitnehmerinnen zu Verdi zu bringen. Wie sollen wir uns in solchen Betrieben gewerkschaftlich organisieren, wenn wir keinen Schutz haben? In der ersten Anhörung haben Sie, ich meine sehr geehrte Richter Kühn, auch gefragt, warum wir den Streik nicht mit den Gewerkschaften organisiert haben. Glauben Sie mir, ich habe mir diese Frage auch schon oft gestellt. Wo waren die Gewerkschaften eigentlich? Ich sage es Ihnen. Sie sitzen hinter Ihren Schreibtischen und stecken den Kopf in den Sand wie Vogelsträuße. Sie finden Ausreden, warum Sie unsere Arbeitsplätze nicht organisieren können. Einige reden von Sprachbarrieren. Sprachbarrieren? Die Arbeiterinnen bei Gorillas kommen aus vielen verschiedenen Ländern und sprechen viele verschiedene Sprachen und wir haben es trotzdem geschafft, uns zu organisieren. Obwohl uns kein Gewerkschaftsbudget und keine hauptamtlichen Gewerkschafterinnen zur Verfügung standen. Nein, das kann also nicht der Grund sein. Der eigentliche Grund ist der, dass wir am Ende unserer Probezeit entlassen werden. Das bedeutet, dass es sich für die Gewerkschaften nicht lohnt, in uns zu investieren. Warum sollten sie sich die Mühe machen, zu uns zu kommen und eine Menge Arbeit zu investieren, wenn sie wissen, dass keiner dieser Arbeiterinnen 6 Monate später noch da sein wird? Eine Gewerkschaft braucht im Durchschnitt bis zu 2 Jahre, um einen Arbeitsplatz zu organisieren. Ich habe aber noch nie einen Fahrer oder eine Fahrerin bei Gorillas oder bei den anderen Lieferdiensten getroffen. That was a little bit of an exaggeration, don't believe that. Die länger als 1 Jahr, geschweige denn 2 Jahre in demselben Unternehmen gearbeitet hat. Es ist die planmäßig herbeigeführte Prekarität dieser Arbeitsplätze, die Gewerkschaften von uns fernhält. Von denen, für die sie sich eigentlich am allermeisten zuständig fühlen müssten. In ihren Augen sind wir aber offenbar die Arbeiterklasse mit Lepra. Bitte versetzen Sie sich in unsere Lage. Was hätten wir anders tun sollen, als zu streiken? Unsere Löhne wurden gestohlen, wir waren ständig unterbesetzt, wir wurden zur irrsinnigen und illegalen Schichten eingeteilt, die gegen die Arbeitszeitregelungen verstoßen. Und nichts davon alarmierte Behörden. Was für eine beschämende Realität das ist. Das klingt wie eine Arbeitergeschichte aus den Jahren der industriellen Revolution, oder? Nein, das ist erst letztes Jahr bei Gorillas in Berlin passiert, auch letzte Woche bei einem anderen Lieferdienstgetier. Wahrscheinlich wird dieses Gerichtsverfahren nicht das letzte sein, das sich mit diesem Thema befasst, denn unsere Ausbeutung hat System. Es gehörte nicht zu meinen Plänen für mein Leben in Deutschland, heute hier vor euch zu stehen eigentlich. Aber die Realität einer Migranten ist immer politisch. Beispielsweise konnten wir ihr nicht entkommen, weil wir entlassen wurden, sobald wir einfach nur für unsere grundlegenden Rechte eingetreten haben. Während diese Unternehmen einzig und allein auf Grundlage der Ausbeutung von migrantischen Arbeiterinnen weiter expandieren. Weil sie ganz genau wissen, dass niemand hinschaut. Und sie haben recht. Keiner schaut hin. Diese Unternehmen machen, legitimiert durch die aktuell geltende Rechtsprechung, jede Errungenschaft zunichte, die sich die Arbeitnehmerinnen in den vergangenen 100 Jahren in Deutschland hart erarbeitet und mit ihrem Schweiß und ihrem Körper erkämpft haben. Diese Zerstörung der Arbeitnehmerrechte wird nicht nur bei den Arbeitsmigrantinnen aufhören. Unsere Ausbeutung ist ein Prototyp, der dazu benutzt werden wird, alle Arbeitnehmerinnen in Deutschland zu erniedrigen und herabzusetzen.
Dies ist die Verarmung des Lebens, was in Berlin bereits versucht wurde zu normalisieren, indem man Armut als Sexy bezeichnete. Dies ist die Prekarisierung des Lebens, ohne Ausnahmen zu machen und ganz und gar nicht sexy. Das liegt vor allem daran, dass die aktuell mangelhafte gesetzliche Lage und andere staatliche Institutionen sich scheinbar eher darauf konzentrieren, die prekären Arbeiterinnen zu sanktionieren und drangsalieren, anstatt ihnen die Rechte zuzusprechen, die ihnen verfassungsmäßig zustünden. Ich hatte Sie, Herr Richter Kühn, bei der ersten Anhörung gefragt, wer hinter dieser Rechtsprechung von vor 70 Jahren steckt. Sie meinten, es stecke ein Senat dahinter, nicht eine einzelne Person. Aber was ich über den aktuellen Stand des Streikrechts in Deutschland gelesen habe, weist tatsächlich auf eine Person hinter dieser Rechtsprechung hin, die für das Nazi-Regime aktiv gearbeitet hat, nämlich Hans-Karl Nipperdey. Er gab im Rechtsstreit um den sogenannten Zeitungsstreik von 1952 ein Gutachten ab, mit dem die Weichen für das bis heute geltende Streikrecht gestellt wurden. In diesem Gutachten wurde der Streik rechtlich beschrieben als Eingriff in den Gewerbebetrieb. Das war eine unerlaubte Handlung. Erlaubt war der Streik nur, wenn er sozial adäquat war. Politische Streiks und verbandsfreie Streiks sind nicht sozial adäquat und damit nicht erlaubt. Nipperdey war dann auch derjenige, auf den sich das Bundesarbeitsgericht später berief, als es das erste Mal über einen Streik ohne Aufruf der Gewerkschaften zu entscheiden hatte. Sein Name ist nicht zuletzt auf dem Umschlag dieses Buches zu sehen. Wo ist Benedikt? Wo ist das Buch? Wir haben ein wirklich gutes Buch zu zeigen. Danke. Ja, Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit. Ja, das ist der Titel. Es ist sogar auf Wikipedia einsehbar. Es wurde am 20. Januar 1934 von der NS-Führung erlassen. Es regelte den äußeren Aufbau der Betriebe und führte in der Wirtschaft das Führerprinzip ein. Es wurde durch das Kontrollratsgesetz Nummer 40 vom 30. November 1946 und Gesetz Nummer 56 vom 30. Juni 1947 aufgehoben. Sein Buch ist aufgehoben, aber nicht sein Gutachten. Ich frage mich, wie kann sich ein Richter innerhalb weniger Jahre entnazifizieren und weiter das Arbeitsrecht bestimmen? In den 40er Jahren war er ein Nazi, in den 50er Jahren aber offensichtlich nicht. Das Streikrecht auf der Grundlage des Gutachtens von Nipperdey wird bis heute unverändert ausgeübt, obwohl im Gesetz selbst nicht festgelegt ist, ob man nur für den Tarifvertrag und im Rahmen einer Gewerkschaft streiken darf. Das kann man in der Tat ein Richterrecht nennen. Ein Richterrecht, das unserer Ansicht nach gegen das Grundgesetz, die Europäische Sozialcharta und grundlegende Menschenrechte verstößt. Aber wie Sie sicher am besten wissen, Gesetze sind größer als Richter. Das Gesetz steht selbst über Richterinnen. Wie kann man dann guten Gewissens an diesem Streikrecht festhalten wollen? Deutschland braucht Arbeitsmigrantinnen nicht nur, weil wir billige Arbeitskräfte sind, weil wir leichter zu manipulieren, zu verängstigen, zu unterwerfen, zu kontrollieren sind. Deutschland braucht uns auch, weil wir das Gewissen dieses Landes sind. Gerade weil wir so verletzlich sind, stolpern wir über die Unzulänglichkeiten des Staates oder über den Staub, der unter den Teppich gekehrt wird, über den Rassismus, den niemand hinterfragen will, im Leben, bei der Arbeit und im Justizsystem. Manchmal finden wir jedoch auch vergessene Schätze. Es gibt ein Zitat aus einem Grundsatzurteil aus dem Jahre 1980 beim Bundesarbeitsgericht, das ich sehr mag.
Ohne Streiks wären Tarifverhandlungen nicht mehr als kollektives Betten. Das macht sehr deutlich, wie wichtig Streiks sind. In unserem Fall als prekär Beschäftigte, die nicht von den Gewerkschaften geschützt werden können, geht es nicht einmal um die Tarifverträge, sondern um das nackte Überleben. Ohne unser Recht auf verbandsfreien Streik ist unsere Arbeit nicht mehr als moderne, durch Richterrecht legalisierte Sklaverei. Der erste Artikel im Grundgesetz lautet: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und es geht so weiter. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das wurde in die deutsche Verfassung geschrieben, damit die Schrecken des Nationalsozialismus keinen Platz mehr in dieser Gesellschaft finden, weil die Menschenwürde so verletzt wurde, dass sie durch die Verfassung geschützt werden musste. Ich stehe heute vor Ihnen wegen eines Menschen, dessen Bild noch immer an den Wänden des Bundesarbeitsgerichts hängt, der zu diesen Gräueln beigetragen hat, und er hat das aus dem Weg des Gesetzes getan. Nipperdey konnte weiterarbeiten, anstatt in Nürnberg vor Gericht gestellt zu werden, und er trug heute zur Verletzung unserer Würde bei, indem sein Erbe uns rechtlich zum Schweigen und Gehorsam zwingt. Es war die eine Motivation, die uns alle streikenden Beschäftigten zusammenbrachte, unsere Würde. Heute schämen sich die Menschen, wenn sie sagen, dass ihre Großeltern Nazis waren. Es scheint paradox, dass die Stimme des Gesetzes dann so leise ist, wenn es darum geht, sich diesem schrecklichen Erbe zu widersetzen. Ich kann nicht anders, als mich zu fragen, wie viele andere Gutachten und Richterrechte von Nazi-Richtern immer noch angewendet werden. Wenn dieser Prozess weitergehen muss, werden wir vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte landen. Denn dieser Rechtsstreit um Streikrechte ist ein Rechtsstreit um Arbeitsrechte und im Endeffekt ein Rechtsstreit um Menschenrechte. Und ich erachte dieses Richterrecht als ein Verstoß dagegen. Heute werden Sie eine Entscheidung treffen, die in jedem Fall historisch ist. Wenn Sie entscheiden, dass die Kündigungen rechtmäßig waren, weil wir illegalerweise gestreikt haben, dann spielen Sie in die Hände jener, die auf Nipperdey vererbte Lücke im Streikrecht unsere diskriminierten und diskriminierenden Arbeitsverhältnisse ausnutzen. Diese Verhältnisse und diese Akteure arbeiten gegen unsere Würde, unsere Hoffnungen auf ein besseres Leben und gegen eine gerechte Arbeitswelt. Sie werden diese Unternehmen noch mehr ermutigen und mit lauten juristischen Wörtern sagen: Ihr, die prekär Beschäftigten, verdient, was man euch antut. So ein Entschluss wäre nicht nur die Vollstreckung des Richterrechts, sondern auch die Billigung der Präsenz des Erbes des Nationalsozialismus im Gesetz. Die Billigung der Tatsache, dass sich Deutschland seiner Vergangenheit auch dann nicht stellt, wenn ihm die Gelegenheit dazu geboten wird. Wir fordern Sie nicht auf, neue Gesetze zu schaffen. Wir fordern Sie auf, das geltende Recht anzuwenden, das im Schatten eines schändlichen Präsidentenfalls ungehört bleibt. Anschließend möchte ich eine filmbezogene Anmerkung machen. Haben Sie jemals einen guten Film gesehen, in dem die Menschen, die für ihre Rechte gegen jede Form der Ausbeutung oder gegen ein rechtseinschreckendes Gesetz kämpfen, die Antagonisten, die Bösewichte waren? Ich bin mir sicher, dass die Antwort darauf Nein lautet. Denn so funktioniert die Kunst und die Geschichte. Sie machen aus den Unzulänglichkeiten der Gegenwart ein Gebot. Es gibt nur eine unterstützenswerte Seite in dieser Geschichte, und das ist unsere Seite. Dorthin wird die Gerechtigkeit schließlich gehören und hoffentlich auch Sie mit Ihrem Urteil heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.